Grossen verliert noch in diesem Jahr sein Industriewahrzeichen. Es handelt sich um ein Bauwerk, das zwar jeder Autofahrer und Einwohner kennt, aber dessen Namen den wenigsten bekannt sein dürfte. Es ist der Pipe Conveyor, der die frühere Wismut-Bergehalte mit der Absetzanlage Helmsdorf verbindet. Der englische Begriff Pipe Conveyor bedeutet wörtlich übersetzt Röhrenförderanlage. Und in Crossen gab es eine ganze Menge Material, was wegtransportiert werden musste. Heute sieht man davon freilich fast nichts mehr, denn fast alles ist bereits in der Absetzanlage Helmsdorf. Also hier lag eine große Halde. Reste des ehemaligen Aufbereitungsbetriebs hier in Crossen, der auf der anderen Straßenseite war und abgerissen ist in den 90er Jahren. Die Halde ist, wie alle diese Rückstände, durch die Chemikalien, die in der Aufbereitung benutzt worden sind, belastet. Und sie ist natürlich auch schwach radioaktiv belastet. Und dann hat man hier auch beginnend ab den 40er Jahren alles abgekippt, was der Betrieb loswerden wollte. Das kann man also hier in der Talaue, praktisch Einzugsgebiet, Überflutungsgebiet der Zwickauer Mulde, so nicht liegen lassen. Deshalb musste das Material weg. 2 Kilometer von uns ist die ehemalige Absetzanlage Helmsdorf. Also da hat man die Schlämme, die Aufbereitungsrückstände, die nicht so fest waren wie das Haltenmaterial, verkippt. Und dafür brauchen wir für die Sanierung eine Menge Konturmaterial, weil da wird ein kleines Hügelchen errichtet. Und es lag sozusagen nahe, beide Aufgaben miteinander zu verbinden, also das Material hier wegzuschaffen und da oben einzulagern. Hätte bedeutet, viele tausend LKW-Touren, um dieses Material von hier nach da zu bringen. Und da ist die Idee dieses Pipe-Conveyors. Pipe-Conveyor ist ein Band, ein Transportband, was nach Beladung zu einem Schlauch geschlossen wird. Und dann fährt über knapp 2 Kilometer sozusagen ein Schlauch. Der kann auch Biegungen folgen, der kann also auch den Steigungen folgen, über die Zwickauer Mulde weg, über die Straße weg, über die Eisenbahnlinie weg. Und der hat uns ja fast 20 Jahre gute Dienste geleistet, völlig unspektakulär. Sie haben da nichts weiter gesehen, außer die Brücken. Und damit ist kein Material verschleppt worden. Es gibt dort keine Verluste unterwegs, weil das ein komplett geschlossener Schlauch ist. Eine Technologie, die man beispielsweise an Kraftwerken zur Verbringung von Asche einsetzt. Vor 20 Jahren wurde der Pipe Conveyor in Betrieb genommen. Damals, 1997, war die Wismut davon ausgegangen, dass er maximal 10, 15 Jahre hält. Was aber keiner für möglich gehalten hatte, er lief und lief. 20 Jahre. Es war einfach nicht notwendig, ihn einer Generalreparatur zu unterziehen. Die Anlage hat lange gehalten, ist auch von uns instand gesetzt worden. Leider ist er doch ein Jahr zu früh dann so defekt geworden, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Reparatur keinen Sinn mehr gemacht hätte. Deshalb haben wir sie vorgesehen, außer Betrieb setzen müssen. Ein neues Förderband hätte schätzungsweise eine 750.000 Euro gekostet. Doch für das wenige noch verbliebene Material hätte das in keinem Verhältnis gestanden. Der Rest wird nun also mit LKWs nach Helmsdorf gebracht und der Pipe Conveyor verschwindet. Jetzt sind wir nun dabei, die Anlage zu demontieren. Genauso gezielt geordnet, ist genauso ein Prozess, der dann auch zum Beispiel da, wo die Stützen gestanden haben, zu einer Renaturierung führt. Und ganz am Schluss wird der Fahrweg, hier diese Strecke, die Sie hier sehen, und auch die Aufgabestation zurückgebaut. Und dann verschwindet auch dieser Boden unter uns und sieht genauso aus wie die Talaue da drüben. Grün, Überflutungsraum der Zwickauer Mulde, also Retentionsraum, dient dem Hochwasserschutz. Beispielsweise haben wir hier unter Verlauf, Sie sehen das hier ganz gut, einen Hochwasserschutzdamm gebaut, sodass die ganze Fläche sozusagen auch später dann sozusagen als Hochwasserschutz dienen kann. Heute ist das Wismutgelände noch eingezäunt und für die Öffentlichkeit gesperrt. Doch das soll natürlich nicht so bleiben. Wir werden uns hier komplett zurückziehen. Das Gelände, der Deich, ist schon von der Landestalsperrenverwaltung übernommen worden. Und hier ist auch spezielles Material, sogenannter Auenlehm, aufgetragen worden, der dann eben auch begrünt worden ist. Also eigentlich hinterlassen wir hier eine nachsorgefreie, saubere Fläche. So wie auf der anderen Straßenseite, wo früher mal ein großer Betrieb, ganz verrückt, der ist ja auch historisch entstanden, wie so DDR-Betriebe eben aussahen, auch verschwunden ist und zwischen eine richtig schöne, ja, das ist ja ein richtiges Naturkleinod, was da entstanden ist. Der Abriss des Pipe-Conveyors ist technisch gesehen nicht unbedingt schwierig, aber organisatorisch war schon allein die Planung eine Herausforderung. Ja, wir haben natürlich in der Planung den Termin abstimmen müssen, und zwar nicht nur mit der Bahn, sondern eigentlich mit dem VW-Werk, weil diese Bahnlinie ist eine wichtige Zulieferstrecke fürs VW-Werk in Mosel. Und die Bahn hat
erstmal gesagt, geht gar nicht, können wir nicht stilllegen. Aus Sicherheitsgründen muss man aber die Strecke sperren, wenn da zwei große Kräne so ein Brückenelement rausnimmt. Ich meine, da sind Fahrträte da, das muss man halt sehr genau planen. Das Teilstück über die Bahngleise wird Mitte Juli innerhalb einer Nacht abgerissen. Der Teil, der über die alte B93 führt, verschwindet ab dem 10. Juli. Dafür muss die Straße knapp 2 Wochen gesperrt werden. Der Termin wurde extra in den Zeitraum der VW-Werksferien gelegt. Zum Rückbau des Pipe-Conveyors mussten aber noch ganz andere Dinge berücksichtigt werden, zum Beispiel der Naturschutz. Wir haben im vergangenen Jahr Zauneidechsen abgesammelt und in Richtung unserer industriellen Absitzanlage umgesiedelt. Dort wurden Ersatzhabitate angelegt, wo die wieder sich heimisch fühlen sollen. Als nächstes haben wir dann Ersatzhabitate für Fledermäuse geschaffen, weil die auch hier und da gesichtet worden sind und man der Meinung war, für die muss was gemacht werden. War also alles behördlich streng vorgeschrieben, was wir zu tun haben, und das haben wir alles umgesetzt. In Vorbereitung des eigentlichen Rückbaus. Die letzte Etappe, die wir im Jahreswechsel durchgeführt haben, war die Rodung der Flächen. Das darf man ja nur im Winter, ne? Wenn die Vögel ruhen. Und nun ist es endlich losgegangen mit dem eigentlichen Rückbau. Bis Ende des Jahres soll das Krossener Industriewahrzeichen verschwunden sein. Das betrifft auch die Rohrleitungen, die parallel zu dem Röhrenförderer verlaufen. Dann können auch Radfahrer ungehindert den Radweg nutzen, ohne den Kopf einziehen zu müssen.